Sagen Sie, diese Kaffeegeschichte geht mir auch nicht aus dem Kopf. Und zwar, da ist ja in Amerika einer alten Frau einmal der Oberschenkel verbrüht worden. Sie hat ihn sich verbrüht. Ja. Und da hat es dann geheißen, weltweit muss jetzt der Kaffee 20 Grad weniger haben oder 15 Grad weniger haben. Früher, sagen wir im Mittelalter, wenn das in Verona passiert wäre, hätte der Doge gesagt, leider der Kaffee ist zu heiß. Dann wäre, solange der alte Doge gelebt hätte, hätten wir das kühler gemacht und wieder neue Doge, der hätte es dann vergessen und das war die Vergessenheit, dann war der Kaffee wieder. Aber dieser eine Prozess bewirkt ja, dass in kommende Generationen gar nicht mehr wissen, dass Kaffee heiß getrunken werden könnte. Aber gibt es auch ein Sprichwort, kalter Kaffee macht schön, oder? Ja. Aber ist das tatsächlich eine weltweite Anordnung, dass der Kaffee nicht zu heiß sein darf? Nein. Ah, nicht? Der Kaffee ist immer gleich heiß. Aber ich habe irgendwo gelesen, er muss jetzt weltweit weniger heiß sein. Sie haben keine Anordnung, dass der Kaffee so Nein. und so... Aber normale Kaffeetemperatur, wie aus der Kaffeemaschine rauskommt. So gekocht. Weil ich das irgendwo gelesen habe, es darf in Hinkunft kein Kaffee mehr über 80 Grad oder so serviert werden. Ist ja heiß genug, oder? Ja. Gut. Welche Länder sind schon von Ihnen besiedelt? Albanien? Also besiedeln tun wir sie nicht, Albanien nicht, nein. Ist überhaupt noch nicht, nicht da eines. Ist noch nichts, nein. Waren Sie schon mal dort? Nein. Das ist noch nicht zu machen, Albanien. Nicht reif. Genau, das muss ein bisschen warten. Aber die erleben das natürlich als große Emanzipation, das McDonald's. Genau. Ja. Genau. Wir haben vor zwei Wochen gerade Rumänien eröffnet, da waren ziemlich viele Leute dort. Die erste Filiale in... Das erste Restaurant. In der Hauptstadt. In Bukarest, ja. Und welche Staaten sind auch noch nicht, also... Ukraine, Weißrussland, also wenn Sie da Richtung Osten gehen, da ist noch nichts. Und da Sie sitzen in Wien, das heißt, das geschieht alles von Wien aus. Mhm. Das wird ja dann später, wie die Religionen, wird dann auch in den Geschichtsbüchern stehen, sozusagen von Wien aus erobert. Also erobern würde ich es nicht nennen, aber wir sitzen an... Ja, wir haben unser Büro, also sitzen kann man nicht sagen, weil wir sind nie da, aber wir haben unser Büro in Wien. Sie sind aber mit der Enzi Stolz nicht verwandt. Nein. Enzinger. Nein. Wir haben da über den blöden Schmäh, also wir sitzen ja dabei und ich sitze immer am Mittwoch beisammen und überlegen, wo wir reden könnten. Und da habe ich gesagt, Herr, das ist ein bisschen Bauchen, also Enzi Stolz. Und er sagt, na, sag's nicht, das ist blöd, aber irgendwie hat... Das macht nichts. Es war nicht. Ach ja. Ja, dann stoßen wir noch einmal an. Ich fühle mich natürlich irgendwie auch schuldig, McDonald's zu wenig Widerstand entgegenzusetzen. Weil ich mir denke, es ist so ein weltweites Unternehmen, wo dem Einzelnen überhaupt kaum ein Spielraum gegeben wird. Nicht? Dieser Bedienstete muss ja ganz genau das tun, was in New York beschlossen wird. Also so ist es nicht. Wir sitzen zwar in Chicago, aber auch, man hat schon einen Spielraum. Also es ist nicht die Mittagspause eingeteilt oder... Erzählen Sie den sensationellsten Spielraum, den Sie je sozusagen... Ich sitze hier, oder? Ja. Wird Ihnen das von Ihren Chefs übel genommen werden? Nein. Das geht ja. Also Sie haben das. Ich zum Beispiel war mit dem Club 2, da musste der Hofrat um Bewilligung angesucht werden. Und der hat dann mich unterschreiben lassen. Also Nein. Ich darf im Club 2 nichts über die niederländische Landesregierung erzählen. Da geht es mir besser. Hat mir das etwas Ähnliches unterschreiben lassen. So viele Chefs habe ich nicht. Wie ist das überhaupt strukturiert? Zum Beispiel der Vatikan, eine wirklich erfahrene Kette. Hat ja auch ein Weltkonzern, nicht? Also das war das alte Amerika, das frühere Rom, nicht? Also was jetzt Amerika ist, war früher Rom, also daher damals sitzt in Rom, nicht? Dann haben sie Patriarchen für einen Kontinent zum Beispiel, nicht?
zum Beispiel der Papst ist gleichzeitig der Patriarch des Abendlandes. Ne? Da gibt es aber einen Patriarchen von Amerika zum Beispiel. Ne? Nein, also Patriarchen. Dann die Patriarchen haben unter sich die Metropoliten. Und das sind die Erzbischöfe. Und die Metropoliten haben die Bischöfe unter sich. Also zum Beispiel der Metropolit Grohr hat den Bischof Gren unter sich. Das ist eine, genau, und dann die Bischöfe haben die Vikare und die Vikare haben die Dächernten und die Dächernten haben die Pfarrer und die Pfarrer haben die Kapläne und die Kapläne haben die Pfarrerköpfe. Und da weiß keiner mehr, was der andere macht. Gut, ich hoffe, wollten Sie da irgendetwas Werbefreundliches für McDonald's sagen, wenn ich jetzt zu unfreundlich zu McDonald's Nein. gewesen bin? War ganz in Ordnung. Ist es okay? Ganz in Ordnung. Aber Sie müssen verstehen, McDonald's ist der Klassenfeind. Wir müssen... Ja. Es gibt ja nicht einen oben, der das ganze Geld absahnt. Es wird ja wieder verteilt. Ah, die Aktionäre. Ja, ja, klar. Jetzt leiten Sie ja. zur Sozialdemokratie ja. um, gell? Es ist eine Umschichtung von der einen Masse zur anderen Masse. Da gibt es genau. eine kleine Schnittmenge. Jetzt kriege ich es aber, Moment. Jetzt reicht es. Ja, jetzt ist es zu lang, gell? Balm möchte sich von dem Gespräch distanzieren. Jetzt haben Sie es. War ich jetzt zu freundlich oder zu scharf? Müssen Sie mit ihm besprechen. Liebe Frau Enzinger, ich darf mich recht herzlich bedanken, dass Sie da waren. Danke. Wollen Sie versuchen, da eine Dose endlich einmal zu treffen? Weil die meisten schießen ja absichtlich daneben. Aber Sie sind ja doch noch jung und tatkräftig, also Gerne. Bitte machen Sie mir keine Schande. Versuchen wir das einmal. Da Wo wäre muss ein ich Strich. Denn da hingehen? Na, servus. Na, aber das ist doch nicht weit. Aber vielleicht kann der Herr da rechts ein bisschen weggehen, so für alle Fälle. Das ist der Musiker. Ah! Danke.